Ja, moin. Wie geht es euch? Lange. Lange nicht gesehen. Also, wir sind in der letzten Folge in die alte Mine hineingegangen, wo die Atmosphäre einfach göttlich ist, möchte ich mal an der Stelle unterstreichen. Warte mal, ich glaube tatsächlich, dass es hier wirklich Sinn macht, wenn ich hier so eine Fackel anzünde. Genau. Wie mache ich das? Ah ja, okay. Es werde Licht. So macht man das. So, boah, da sieht man ja plötzlich alles, ne? Geil. Ja. Oh. Guck. Es war nicht umsonst, dass wir hier die Fackel angezündet haben. Beziehungsweise nicht angezündet haben, sondern unsere Macht dazu benutzt haben, um das Licht herbei zu beschwören. So, ich glaube, ja, das ist sozusagen der, Alter, seht euch dieses Raytracing an. Sorry, aber das Spiel ist das beste Spiel auf der Welt. Ja, wie wird etwas, was gut ist, definiert? Was bedeutet gut? Ich denke, gut ist meistens, wie soll ich sagen, man schaut zu dem Zeitpunkt, was damals so alles war, und dann vergleicht man mit anderen Sachen. Ja, das ist im Prinzip wie in der Klasse, ja, in der Schulklasse, sage ich mal. Was bedeutet es, gut zu sein? Ist ein Schüler gut, wenn von 30 Schülern 30 Schüler die Note 2 haben oder die Note 1 haben? Ist dann ein Schüler dann gut? Oder ist ein Schüler gut, wenn von 30 Schülern 20 die 4 haben und einer die 1 hat? Ich denke, das Zweite trifft eher zu, weil man sozusagen, weil wenn alle gut sind, dann wie soll man dann wissen, dass jemand dann wirklich gut ist, ne? Es ist dann schon dann, wie soll ich sagen, man braucht etwas, womit man sich vergleichen kann. So, ich würde sagen, ich verpasse dir mal kurz einen Kick, so im Stile des This is Sparta. Was läuft in der Mine? Die Mine ist das Herz des alten Lagers. Keine Mine, kein altes Lager. Ohne Erz. Ohne Erz keine Waren. Alles klar? Glasklar, mein Freund. So. Lass mich mal vorbei. Ja. Brandick. Lass mich mal vorbei. Big. Sorry, aber was fällt denn? Ich meine, jedem fällt das ein, wenn man das liest. Oder fast jedem. Na? Was machst du hier? Ich pass auf, dass die Butler auch artig ihre Arbeit machen. Butler, die nicht arbeiten, bekommen was aufs Maul. Und jetzt geh mir nicht auf den Sack, ich hab zu tun. Ja, wie wär's, wenn du mir ein bisschen Schutzgeld gibst, dann werde ich mal auf dich aufpassen, mein Freund. Lass mich mal vorbei. Dick. Kann man da rüberspringen, Alter? Ich glaub nicht. Das ist unmöglich, dass ich diesen Jump überlebe. Ja, moin. Wie sieht's aus? Viel Arbeit, wenig Ruhe. Alles klar. Also stell deine Fragen schnell, ich hab zu tun.
Ja, du sagst es. So schnell wie der Blitz. Die Fragen waren so schnell, dass du nicht mal blinzeln konntest. Also, was haben wir hier? Nichts. Alles klar. Dann hier haben wir auch nichts. Okay, hier haben wir einen Arbeitslosen. Die Wachen erwischen mich nie. Oh, what? Wieso? Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Naja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Ich glaube, ich habe keine 10 Erz, oder? Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Habe ich 10 Erz? Nein, scheiße. Aber ich habe einen Beutel. Kann das sein? Jawohl, Alter. Wir cheaten uns mal das Erz her. Zack. So, was haben wir jetzt? Ich wollte nur ganz kurz mal nachchecken. Nicht, dass wir hier beschissen werden. 30. Alf, mein Freund. Lang ist's her. So, was kriege ich denn für deine 10 Erz? In Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wacht. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Okay. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Ich hoffe, der wird mich jetzt nicht verarschen hier. Okay. Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Ich habe ihn aber vorhin angesprochen. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Der hat mir irgendwie gar nichts gegeben. So, das nehme ich mal wieder an mich. Okay. Monsieur Dick. Oh. Also ich bin generell, beziehungsweise versuche das generell sowohl im Spiel als auch im Real Life keine Petze zu sein. Aber es ist interessant, was für Optionen hier möglich sind. So, ich würde mal ganz kurz was anschauen. Okay. So. Das Schürfen kann ich, ja, ich glaube, das Schürfen brauche ich jetzt nicht unbedingt zu machen, weil ihr sicherlich das nicht gerne sehen wollt, wie ich hier in meinen Aufnahmen schürfe. Warte mal, hier war ich doch schon. Ja. Hier war ich auf jeden Fall schon. So, da geht's rechts zu dem Platz, wo ich gerade war. Also. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht irgendwo hier abrutsche und plötzlich in den Tod stürze. Das wäre nämlich sehr bedauerlich. Also, was haben wir hier? Nichts. Okay. Oh. Doch was. Okay. Aarons Truhe. Kann man das aufmachen?
Dafür brauche ich den Schlüssel. Ich habe doch Dietriche, oder? Hier, 3 Stück. Dafür brauche ich kein Dietrich oder passender Schlüssel. Okay. Okay. So, was ist hier? Aaron, Alter, lol. Snipes. Aaron, mein Freund. Da hinten habe ich eine Truhe von dir gesehen. Mann, ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Okay. Wesley Snipes. Wir können später reden. Ich muss arbeiten. Alle so beschäftigt hier. Richtiges Vorbild, würde ich sagen. So. Scheiße, hier rutsche ich dann wohl ab, ne? Komme ich da irgendwie runter, Alter? Ist da überhaupt irgendwas? Ich glaube, da ist nichts, oder? Also im Prinzip wäre das meiner Meinung nach. Ach, wisst ihr was, Alter? No risk, no fun. Wow. Ja, super, da ist tatsächlich gar nichts. Hier wäre wirklich meiner Meinung nach ein guter Platz für ein Versteck, um den Spieler zu belohnen, dass er hier runtergesprungen ist. Ja, dann würde ich sagen, springe ich mal hier runter. Uff. Lalala. So, was ist hier? Was läuft in der Mine? Die Mine ist das Herz des Alles klar, wir wissen's. Ohne Mine kein Erz. Ohne Erz keine Waren. Alles klar? 1 plus 1 ist 7. Kriege ich eigentlich Ärger, wenn ich da hineingehe, mein Freund? Ach, scheiße, warte, passt auf mich auf. Oh, Kisten haben wir, okay. Ja, ich glaube tatsächlich, der wird mich angreifen. Das ist schon sehr obvious. Nee, das vergiss es. Also ich könnte schon, aber... ich meine, bei solchen obvious Sachen... So, was ist hier? Eine Leiter. Okay. Alter, holy shit, ne? Ich glaube, das ist ein riesiges Level hier. Ian. Wieso glänzt das hier so schön? Passiert irgendetwas, wenn ich hier reingehe? Alberto. Ulbert. Ulbert Einstein. Oh lol, Alter. Krass. Ich kann sogar mit dem Erz 1 werden. So. So, ich würde mal dich kurz anquatschen. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Wäre das nicht höflich, wenn wir uns
ansehen würden beim Gespräch. Gleich mal ist das triggern. Die Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Okay. Genau so werde ich das dem Gomez sagen. Mal sehen, was du danach sagst. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Aha, okay. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Das ist das, was ich am Anfang des Gothic Definitive Edition mit Fortuna Rad Projektes erzählt habe, ja. Da gibt es nämlich ein Königreich, Myutana, das befindet sich gerade im Krieg gegen die Orks. Ja, ihr kennt es, die Orks sind doppelt so groß, doppelt so stark und frittieren quasi die Menschen, die armen kleinen Menschen. Und die Lösung der ganzen Sache ist halt, dass die Menschen ja Köpfchen haben, das heißt ein bisschen intelligenter sind als die Orks und deswegen sind ja auf die Erfindung gekommen, hier Waffen aus diesem Erz zu schmieden, und das verschafft den Menschen anscheinend einen, gibt den Menschen einen Vorteil im Kampf gegenüber den Orks. Und so wendet sich so das Blatt vielleicht, wer weiß, ich habe keine Ahnung von der Geschichte, von der tiefgründigen Geschichte, aber auf jeden Fall können die Menschen mit diesen Waffen aus magischem Erz die Orks Minimum bekämpfen oder vielleicht sogar auch besiegen. Ja, genau. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Also, ihr habt es gehört. Man schneidet quasi mit Waffen, also mit einem Schwert, mit einem Schwert aus magischem Erz, schneidet man quasi durch Orks wie mit dem Messer durch Butter. Ja, ist eine schöne Gothic-Geschichtsstunde hier. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen sie die richtige Schmelztechnik. Aber Nordmar, selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass die... Also das ist ja ein ganzes, wie soll ich sagen, eine ganze Gothic-Welt, die da dahinter steckt. Das heißt, man hat irgendwie so eine ganze Welt... Also eine Map, eine Karte. Und auf dieser Karte, gehe ich mal davon aus, sind mehrere Königreiche. Eines davon heißt Myrtana. Das andere wurde gerade erwähnt, Nordmar. Und angeblich sind die Schmiede? Ja, die Schmiede. Keine Ahnung, also ihr versteht, was ich meine. Die Leute, die die Waffen schmieden, sind im Nordmar am fortgeschrittensten und haben es anscheinend mit dem Schmieden das Ganze sehr gut drauf. Können wir eigentlich dahin reisen? Wäre das ein Gedanke, der vielleicht in dem ersten Teil zu realisieren ist? Keine Ahnung. Nur so. Idee, Konzept und solche Sachen. Erzähl mir doch mehr von der Mine, genau. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Mindcrawler. Natürlich, Mindcrawler. Am besten, du bleibst in diesem Hauptschacht. Ach, und noch was. Die Ebene ganz unten ist Tabu für dich. Dort hast du nichts zu suchen. Klar? Klar. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Ja, apropos, du hast zu tun.
Ich muss dich leider noch ein bisschen unterbrechen oder von deiner Arbeit abhalten, denn Diego schickt mich und ich soll 1000 Erz, nee, was hier 1000, 100.000 Erz abholen. Dazu hieß es, man soll mir ein Schwert geben, das alles one-hitted und das Distanzschaden zufügt und genau. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefer beeilen. Alles klar. Ja. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. So, meine Freunde. Ich könnte mir sehr gut... Ja, schade. Ich könnte mir wirklich sehr gut vorstellen, dass man bei ihnen so eine Option hätte, haben könnte, dass man zum Beispiel sowas sagen könnte wie... Yo. Diego schickt nicht. Ich soll 1000 Erz abholen. Und dann kann man so ein bisschen so rumspielen, triggern oder nicht triggern. So in der Hinsicht, wisst ihr. Also ich würde sagen, wir haben erfolgreich in dieser Folge die Liste abgeholt. Ian hat mir die Liste ohne Probleme übergeben. Da seht ihr es. Weiß auf schwarz. So. Dann. Kommen wir zur nächsten Frage. Ach du Scheiße. Streichen Sie die Figur an, die nicht zu den anderen passt. Oh Mann, Alter. Das sieht schon nach viel Denken aus. Also. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, das Dreieck dreht sich immer. Okay, der Pfeil bleibt immer auf der Hypotenuse. Hypotenuse ist übrigens die Linie in einem, also die Linie, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Ja, hier. Zack, 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 zack. Okay, Pfeil ist richtig. Okay, der Pfeil bleibt immer auch gegenüber. Quatsch, das Fragezeichen bleibt gegenüber dem Fall und zwar auch immer. Okay, das passt auch. Hä? Die Scheiße bleibt auch immer. Ja. Warte mal, der Kreis. Der Kreis ist jetzt plötzlich beim rechten Winkel. Ja, die Kreis und Quader haben die Position gewechselt. So, in dem nächsten Bild wurden die Positionen wieder gewechselt. Hier wurden die Positionen wieder gewechselt. Lol. Hier wurden die Positionen nicht gewechselt. Also hier bleibt der Kreis immer noch beim rechten Winkel und hier bleibt er immer noch auch auf dem rechten Winkel. So. Kann man überhaupt noch irgendetwas ausschließen hier? Pfeil, Fragezeichen an dieses Dings. Ja, das Dreieck dreht sich auch immer wieder. Nee, das Einzige, was sich hier tatsächlich ändert, ist dieses Kreis und dieser Quader. Na? Also hier, ich meine, von 1 bis 4 ändert sich der Kreis mit dem Quader die Positionen. Allerdings von 4 auf 5 verändert er die Positionen nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach, ohne lange zu reden und unnötig Zeit zu verschwenden,
euch sagen, dass meine Antwort an der Stelle die 5 ist. Wir speichern ab. Und wir sind bei 25 Minuten. Okay, das ist nicht so krass überzogen. Aber, also meine Freunde. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also, bis dannsen. Ihr Schimpansen. Ciao.